got it bumping. So, Freunde, wir sind in Berlin. Ich habe jetzt gegessen. Ich werde jetzt zum Kudamm fahren und dann den Kickstore besuchen. Es wird bestimmt anders nice. So geil. Ich muss sagen, es sieht schon fresh aus, auch mit dieser alten Kirche dort hinten. Sieht schon sehr cool aus. Heute ist ein extrem wichtiges Spiel für beide Mannschaften. In den letzten 20 Jahren haben beide Teams 10 Mal gegeneinander gewonnen. Also entscheidet sich heute quasi, wer das 11. Mal gewinnt. Und zudem ist es auch wichtig, weil es in der BBL um wichtige Punkte geht in der Tabelle. Bayern ist auf Platz 3 und Alba Berlin ist auf Platz 1. Ja Mann, es geht heute echt um viel. Ich bin mir auch sicher, dass Alba Berlin richtig Bock hat heute auf das Game nach der Klatsche im Halbfinale. Bayern konnte ja im Pokal erst Berlin und dann Oldenburg besiegen. Da geht es heute für Berlin auch darum, eine Rechnung zu bezahlen. Das heißt, die haben richtig Bock. So Leute, wir sind hier. Ich bin echt so gehypt. Und da wartet auch schon der Pat. Grüß die Meister. Ja, hä? Herzlich willkommen. Welcome to the store. Wie viele Quadratmeter hat es hier? Ich glaube 600 oder 700. 600, Digga. So Leute, hier ist dann obviously die Vintage-Ecke. Junge, hier, Lil Penny. Boah. An alle Lakers-Fans oder generell auch Kobe-Fans. Diese Jacke und diese Schuhe. Guck mal. Das ist echt anders. Hier, Detlef Schrempf mit Unterschrift. Hier. Schaut euch das an, 85er, 1er Jordan. Hier auch ein spielgetragener Schuh von Tim Hardaway, Alter. Schaut euch auch mal den Ball an, Hakeem Olajuwon. Zu krass. Leute, auch diese ganzen alten Bücher hier, es ist so Nostalgie, wenn man hier durchläuft. Kobe-Buch, The Story of NBA's Rising Youngster Kobe Bryant. Es ist wirklich einfach krass. Wenn ihr in Berlin seid, checkt den Store auf jeden Fall ab, wirklich. Für jeden Basketballfan, ihr werdet es lieben. So Freunde, wir sind jetzt noch was fooden. Entspannte vegane Suppe. Pat gönnt sich auch eine miese Soup. So. Wir sind jetzt gerade in der Wohnung, wo ich heute schlafen darf. Erstmal danke an Chris von Kicks, dass ich jetzt hier pennen kann heute. So muss ich mir jetzt nichts Eigenes holen. Hier schläft Pat, hier schlaft dann ich. Hier sind noch meine Sachen. Du bist fit, Bro, oder? Wir chillen jetzt noch kurz. Fangen jetzt schon mal ein bisschen mit Schneiden an. Und dann geht's auch schon los zum Spiel. Ich sag's euch, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Das ist das erste Mal, dass ich akkreditiert bin. In so einer geilen Arena, mal so bei so einem geilen Spiel. Also es wird echt nice, Mann. Seid gespannt. So, Freunde, wir sind jetzt am Stadion. Schaut euch das an, Alter. Ich bin so hyped. Ich gehe jetzt gerade zum Presseeingang, um meine Karte abzuholen. Alter, schaut euch das mal an. Wie geil sieht es hier bitte aus? Komplett nice. So Leute, wir sind in der Halle. Ich habe hier meinen Akkreditierungsausweis. Und ich gehe jetzt gemeinsam mit euch in die Halle. Wirklich von ganzem Herzen danke an euch. Ohne euch wäre das nicht möglich. Danke für den Support. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ja, Mann. Schaut euch das an, Leute. Alter, was geht ab? Alter, Leute. Digga, ich bin echt in einem Film, wirklich. Dass ich das erleben darf. Danke, wirklich. Es ist echt einfach krass. Digga, es ist echt, also Leute, wirklich. Ich pack's nicht. Schaut euch das an. Sunny Basket. Schaut euch das an. Da ist der Ball, mit dem heute gespielt wird. Noch 31 Minuten bis zum Tip-Off. Hier werden sich dann die Bayern-Spieler warm machen. Da drüben die Alba Berlin-Spieler. So Leute, die Berliner sind da. Die Bayern-Spieler sind auch da. Hier, denke ich, sind dann die Ultra-Fans von Alba Berlin. Hey! Ich hab Bock fürs Game eine Prediction abzugeben. Alba gewinnt. Alba! Alba!
Und sagt ihr, wer wird heute am meisten performen? So Leute, es sind jetzt noch 15 Minuten bis zum Anpfiff. Was die Verteidigung angeht, ist Alba Bayern ein bisschen überlegen, ne? Was die Blocks und die offensiven Rebounds angeht, nur bei den defensiven Rebounds, ist Bayern ein bisschen besser. Im Angriff sieht es leider ähnlich aus. Die Offense von Alba ist auch besser als die von Bayern, wenn man auf die Quoten schaut. Das ist die Aufstellung von Bayern. Und hier kommen gleich die Jungs von Berlin. Leute, Mann, wie krass sieht es auch bitte mit dem Mercedes-Logo aus? Sieht echt unfassbar geil aus. Das Game geht jetzt auch gleich los. Tipp auf. Let's go. Auf geht's. Oh, great pass. Der Pass war krass. Die Halle ist zwar nicht ausverkauft, aber die unteren Ränge sind alle voll. Also wird eine geile Stimmung bestimmt heute. Lasst ein Abo da. Bisher kein guter Start für Bayern. Es sind jetzt 3 Minuten gespielt, keine Punkte. Bayern muss jetzt mal scoren, Alter, wirklich. Oh, es gibt jetzt eine Challenge. Es war gerade ganz lustig, weil Madolo mit Andi Obst ein bisschen gespaßelt hat. So, eins auf den, so, Bro, das war kein Goaltending. Die Challenge war jetzt nicht erfolgreich, also 2 Punkte für Bayern. Leute, gönnt euch einfach, wo ich bin. Das hier, was ihr seht, ist die Fernsehkamera. Also, noch besser geht's nicht. Wirklich, noch besser geht's nicht. Oh! Noch 3 Minuten, dann ist das erste Viertel rum. Das ist ja echt kein gutes Viertel. Yes! Das erste Viertel ist zu Ende. Ich muss sagen, am Anfang sah es richtig schlecht aus bei Bayern. Beide Teams haben wirklich nicht so gut getroffen. Bayern hat jetzt zum Ende vom ersten Viertel wieder ein bisschen Rhythmus bekommen. Spiel jetzt 17 zu 16 für Alba. Ja, Mann, sehen wir uns im zweiten Viertel. Richtig.
Stark! Ah, ganz stark nicht! Oh! Ist Halbzeit. Ich werde in der Halbzeit dann mal zu den Leuten von Kicks hochschauen. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Was für eine erste Halbzeit, Alter, krass! Leute, jetzt in der Halbzeitpause, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert, wirklich, um nichts mehr zu verpassen. Ja, ich sag's euch, Alter, die erste Halbzeit, Alba ist so heiß vom Dreier, wirklich, Alba ist so heiß vom Dreier. Bayern hatte am Anfang Schwierigkeiten, ist gar nicht reingekommen die ersten paar Minuten. Zum Ende haben sie dann wieder einen Rhythmus gefunden. Ja, man, das Spiel hat echt krass Potenzial. Ja, man, Leute, ich werde jetzt noch zu den Kicks-Leuten gehen und dann sehen wir uns in der zweiten Halbzeit. Das vierte Viertel startet wieder mit ganz wenig Punkten. Bisher hat nur Bayern gescored. Jetzt hat mal 6 Minuten lang Alba nicht gescored. In der ersten Halbzeit war es Bayern, in der zweiten ist jetzt Alba. Oh, gut, Isaac! Go! Bayern führt mit 2 Punkten, noch 2 Minuten. Ah, aua! Also der Wurf von Nils. Der war well. Ganz stark! Mario los, da ein bisschen sauer. Leute, es ist echt so geil, wenn man so nah am Feld ist, man hört, was die Spieler sagen, man kriegt richtig viel mit. Es ist echt eine ganz andere Experience. Es macht wirklich Bock. Alter, Leute, wirklich. Ich kann nicht oft genug Danke sagen. Es macht so Bock. Schaut euch das an, Alter. Hätte mir jemand erzählt, vor einem Jahr, dass ich heute hier bin, ich hätte ihm den Vogel gezeigt.
Lauf geht raus an euch. Hans hat heute richtig stark gespielt. 20 Punkte von ihm heute, Topscorer. So Leute, jetzt geht los. Endspurt. Hüpfen die Fans auf. Wichtiger Dreier für Berlin. Hier oben seht ihr auch die ganzen Banner. An die ganzen Bayern-Fans. Diese drei Jahre schmerzen besonders. Oh. Starker Move von Isak, aber leider das Finish fehlt. Bayern führt weiterhin mit 5, noch 6 Minuten. Oh, Tarp. Oh. 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 Junge, Andi Obst hat keine Angst. Ja, wichtig! Es sind noch 4 Minuten zu spielen. 3 Punkte Rückstand für Alba. Heute noch 2 Minuten und es ist so spannend. Und ich bete, dass es Overtime oder ein Buzzerbeater gibt. Das sind jetzt wichtige Freiwürfe für Alba. Den macht er nicht, den kann er nicht. Sag ich. Oh. Die Pfiffe gehen an Nils Giffey. So laut. Eineinhalb Minuten noch. Hunter wirklich mit dem richtig starken Game. Pass! Oh!
Alter, Leute, was geht ab? Noch 26 Sekunden. Bayern führt mit 3. Alter, Leute, Mann, was war das für ein Spiel? War ein hartes Spiel, hart umkämpft, aber am Ende verdient. Kann ich dir für YouTube ein Interview kurz ein, zwei Fragen stellen? What would you say was the game plan and how did you see your game today? I mean, individually, I didn't play well, but I think as a team, we played good. We wanted to run with them, play fast, and you know, I think we did that. Yeah, for sure. Nice game. Bye-bye, see ya. Ganz klar, man of the match today. Ich hoffe, ich kann ein Interview mit dir machen. Hunter, can I ask you a question for my YouTube blog? YouTube, alright. I guess you're the MVP for today. What would you say was your motivation today? And what was the game plan? Pretty much my game, just to win. Just no matter what, I just want to get on the floor and beat whoever is in front of me. Yes. That's really it, you know what I mean? So, Freunde, ich bin jetzt wieder am Hauptbahnhof. Auf dem Weg nach Hause, entschuldigt meine Haare. Ich mache mich jetzt auf dem Rückweg nach München. Wirklich, Leute, Mann. Es war echt ein geiles Wochenende. Ich hatte sehr viel Spaß. Danke wirklich auch nochmal an Alba Berlin für die Einladung. Nochmal Shoutouts ans Kicks-Team. Der neue Kickstore am Kudamm. Checkt den echt ab, wenn ihr mal in Berlin seid. Ist richtig nice geworden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Schreibt einen Kommentar und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr in Zukunft solche Vlogs nicht mehr verpassen wollt. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Peace.